Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Mein Essen vom. In diesem Video werde ich Kartoffeln mit Erbsen und Möhren zubereiten und futtern. Fangen wir mit der Zubereitung an. Als erstes öffne ich das Glas mit Kartoffeln. Das ging einfacher als gedacht. Als nächstes packen wir erstmal den Teller mit dem Besteck weg. Als nächstes werde ich das Kartoffelwasser hier in den Topf reintun. Die Kartoffeln sollen nicht rein. Riecht schon mal lecker. Nun öffne ich die Konservendose, wo Erbsen und Möhren drin sind. Auch hier werde ich erstmal das Wasser abtropfen. So, genug abgetropft. So, den Topf brauchen wir jetzt nicht mehr. So, der nächste Schritt. Ich werde aus der Konservendose die Erbsen und Möhren befreien. So, sollte erstmal reichen. So, der letzte Schritt. Ich werde die Kartoffeln aus dem Glas holen. So, sollte auch erstmal reichen. So, mein Essen ist fertig. Schaut euch nur mein leckeres Essen an. Sieht lecker aus, nicht wahr? Jetzt brauche ich nur noch was zu trinken. Und zu trinken gibt es Kartoffel, Erbsen, Möhrenwasser. Und nun werde ich essen, aber erstmal einen Schluck Kartoffel-Erbsen-Möhrenwasser genehmigen. Schmeckt gar nicht so übel. Ja, schmeckt sehr lecker.
Und ist 100% vegan. So, ich werde später ein bisschen weiter essen. Das war's jetzt an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.